Um etwas tiefer in die KfW-Materie einzusteigen, brauchen wir ein paar Grundbegriffe. In diesem kurzen Grundlagenvideo erkläre ich die Hauptbegriffe im KfW, auf die wir dann in den weiteren Videos eingehen können. Viel Spaß! Grundsätzlich werden in der KfW-Szene zwei verschiedene Bereiche unterschieden. Wir haben einmal die SPL-Szene, die Sound Pressure Level, beziehungsweise in Deutsch Schalldruckpegel. Szene, die sich um laute Musik bzw. um maximale Lautstärke im Auto auseinandersetzt. Da geht es halt darum, mit möglichst viel Verstärkerleistung, möglichst großen Subwoofern, möglichst viel Schalldruck im Auto zu erzeugen. Da gibt es unterschiedliche Kategorien in Form von Schalldruck mit Musik oder Schalldruck mit Sinuswellen. Da ich mich im SPL-Bereich leider nicht so gut auskenne, lasse ich den in dieser Betrachtung außen vor und gehe eher auf den zweiten Bereich ein. Der zweite Bereich in der KHIFI-Szene ist der SQ-Bereich, was für Sound Quality steht, also Klangqualität. Das heißt nicht, dass Klangqualität keinen Spaß macht und nicht laut ist. Das heißt, auch im SQ-Bereich werden natürlich höhere Lautstärken als mit Standardanlagen gefahren. Nichtsdestotrotz ist da halt der Hauptfokuspunkt auf guter Klangqualität und da gehen halt die Komponenten ein wenig auseinander. Ich habe hier ein wenig bei mir auf dem Schreibtisch aufgebaut und werde jetzt auf die einzelnen Sachen, die wir hier sehen, ein bisschen eingehen. Ja, das erste, was interessant ist, sind Lautsprechersysteme. Grundsätzlich, wenn ich über Lautsprechersysteme rede, sind es immer Komponenten-Lautsprechersysteme, heißt Lautsprechersysteme, die aus unterschiedlichen Komponenten bestehen. In der Regel haben wir Lautsprecher und Frequenzweichen in einem System. Bei den Lautsprechern unterscheiden wir Hochtöner, Mitteltöner und Tiefmitteltöner bzw. Tieftöner. Es kommt immer darauf an, wie das System gestaffelt ist. Heißt, wenn es ein Zweiwegesystem ist, haben wir in der Regel einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner. In einem Dreiwegesystem ist es ein Hochtöner, ein Mitteltöner und ein Tieftöner. Ich habe hier auf dem Tisch tatsächlich ein Zweiwegesystem ohne Passivweiche. Heißt, ich habe hier einen kleinen Hochtöner. Das ist eine 28 mm Seidenkalotte von Thomas Hoffmann. Und dann habe ich hier auch nochmal einen Tiefmitteltöner. Das ist ein 16,5 cm Tiefmitteltöner von Andrian Amseln, also Andrian Audio. Im normalen Set, das heißt, wenn wir sowas kaufen würden von einer Marke, dann wäre es halt so, dass wir standardmäßig noch eine Passivweiche dazu hätten. Bedeutet, wenn wir so ein System ganz normal ans Radio anschließen wollen, kommt ein Lautsprecherpaar aus dem Radio raus, das kommt an die Frequenzweiche. In der Frequenzweiche werden die Frequenzen getrennt. Das heißt, wir haben einen Teil der Frequenzen, die an den Tiefmitteltöner gehen und einen Teil der Frequenzen, die an den Hochtöner gehen. Wenn wir die kompletten Output, quasi die komplette Leistung vom Radio, einfach nur an beide Lautsprecher parallel schieben würden, hätten wir einerseits das Problem, dass der Widerstand, der an der Stelle dann halt bei dem Radio anliegen würde, viel zu niedrig wäre. Und zusätzlich würde es so sein, dass tiefe Frequenzen einen Hochtöner relativ schnell kaputt machen. Bedeutet, wenn wir dann halt einfach ein Bass quasi kommt im Song, und dass dieser kleine Hochtöner hier wiedergeben soll, dann wird der relativ schnell die Biege machen. Deswegen gibt es Passivweichen. Passivweichen werden von den Herstellern explizit auf die verkauften Systeme entwickelt. Bedeutet, wenn ihr ein Komponentensystem kauft und da eine Frequenzweiche bei ist, ist die natürlich optimal für dieses Frontsystem ausgelegt, hat aber an der Stelle noch nichts mit eurem Auto zu tun. Als nächstes gehen wir aufs Radio ein. Ein Radio habe ich jetzt hier gerade nicht, aber ein Radio kennt ihr aus meinen anderen Videos. Da hatte ich ja das Joying 11,6 Zoll, was ich da in den Smart eingebaut habe. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Radio, es gibt vier Lautsprecherausgänge. Das heißt, man kann vier Lautsprecher anschließen, vier Lautsprechersysteme anschließen, je nachdem, wie man es halt hat. In der Regel ist es so, dass wir zwei Lautsprecherkanäle haben für vorne, das heißt für links und für rechts. Und zwei Lautsprecherkanäle haben für hinten, links und rechts. Mit dem Fader, der in der Regel eingebaut ist im Radio, können wir dann halt nach vorne und nach hinten staffeln. Das heißt, wir können sagen, spiel weiter vorne, spiel weiter hinten. Und wir können sagen, spiel weiter links, spiel weiter rechts. Was anderes ist an der Stelle nicht möglich.
Diese Lautsprecherausgänge, die halt ein Radio hat oder die auch eine Endstufe hat, nennt man High Level. Bedeutet, dass da halt viel Energie drin ist und deswegen, dass halt die High Level Ausgänge sind. Nachrüstradios haben in der Regel auch Low-Level-Ausgänge, in der Regel in Cinch-Ausführungen, das heißt halt die ganz normalen Cinch-Buchsen. Wir sehen hier zum Beispiel in diesem Gerät auch Cinch-Buchsen, das sind halt ganz klassische Cinch-Buchsen. Solche Cinch-Buchsen sind ganz praktisch, weil in der Regel werden Endstufen mit Cinch-Eingängen ausgeliefert, die dann halt auch natürlich das Low-Level-Signal entgegennehmen. Heißt, wenn wir ein Nachrüstradio haben und an diesem Nachrüstradio haben wir verschiedene Low-Level-Ausgänge, können wir da Endstufen anschließen. In der Regel haben wir mindestens zwei Low-Level-Cinch-Ausgänge an einem Radio. Die sind dann halt für links und rechts und dann kommt das komplette Signal rüber. Es gibt aber auch Auto-Nachrüstradios, die einen weiteren Ausgang, also einen weiteren Cinch haben für einen Subwoofer-Kanal. Das heißt, da können wir dann halt irgendwie einen Subwoofer anklemmen, aktiv oder passiv kommt noch. Und es gibt auch Nachrüstradios, die noch mehr Cinch-Ausgänge haben, in der Regel halt 6 oder 8, wo wir dann halt noch zusätzlich ein Hex-System mit anschließen können. Oder es gibt auch Autoradios mit eingebauten digitalem Soundprozessor, DSP so genannt. Und da kann man dann halt direkt mehrere Lautsprechersysteme aktiv drauf anfahren. Die komplette DSP-Systematik besprechen wir im nächsten Video. Die nächste Position, die wir haben, sind High-Low-Adapter. Wir hatten ja gerade schon mal angesprochen, es gibt Low-Level-Signal. Das ist halt das nicht verstärkte Signal, was über Cinch-Kabel kommt. Und wir haben das High-Level-Signal, was im Endeffekt die Lautsprecherausgänge sind. Es ist halt oft so, dass wenn wir zum Beispiel ein Standardradio haben, das keine Low-Level-Ausgänge hat, wollen wir ja trotzdem eine Endstufe dran anschließen im KfW-Bereich, wenn wir was nachrüsten wollen. Und dafür gibt es sogenannte High-Low-Adapter. Bedeutet, auf der einen Seite kommt das Lautsprechersignal bzw. das Lautsprecherkabel direkt dran und auf der anderen Seite haben wir Cinch-Ausgänge, mit denen wir in die Endstufe gehen können. Wenn wir die ganze Zeit über Endstufen reden, meinen wir natürlich externe Verstärker. Eine Endstufe ist nichts anderes als ein externer Verstärker. Externe Verstärker habe ich tatsächlich hier. Wenn wir uns hier dieses schöne Teil angucken, das ist hier von der Marke Hertz, Hertz Mille, ein 5-Kanal-Verstärker. Wir sehen auf der Seite, wir sehen relativ große Stromanschlüsse, wir sehen Sicherungen, wir sehen Lautsprecherausgänge und auf der anderen Seite sehen wir die entsprechenden Cinch-Eingänge. Insgesamt hat diese Endstufe hier 6 Cinch-Eingänge. Für wie man es belegen will, ist der Endstufe relativ egal. Zusätzlich hat diese Endstufe, wie wir sehen, hier auch High-Eingänge. Das heißt, auch hier könnten wir direkt mit einem High-Level-Signal in die Endstufe gehen. Das heißt, der High-Low-Adapter ist hier in diese Endstufe bereits integriert. Ja. An der Stelle haben wir hier noch relativ viele Einstellmöglichkeiten. Das heißt, hier der Bereich ist tatsächlich, da können wir die Weichen einstellen und allem drum und dran. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber so sieht eine Endstufe aus. Es gibt die in größer, in kleiner. Das hier ist tatsächlich eine Endstufe vom eine digitale Endstufe, weil es halt noch einen Unterschied gibt zwischen digitalen und analogen Endstufen. Grundsätzlich früher gab es nur analoge Endstufen, da war die digitale Welt noch nicht so weit. Digitale Endstufen haben den Vorteil, dass sie natürlich klassischerweise gut klingen. Das heißt, da waren schon früher, waren wir auf einem relativ hohen Niveau, was Klang angeht. Und analoge Endstufen klingen, ich sag mal, in der Regel immer fein. Der Nachteil von analogen Endstufen ist aber, dass diese nicht sehr effizient sind. Das heißt, wir haben einen Effizienzgrad, der vielleicht bei 50% liegt. An der Stelle kamen dann die digitalen Endstufen auf den Markt. Digitale Endstufen haben einen sehr viel höheren Wirkungsgrad. Heißt, wir müssen deutlich weniger Strom reinstecken, um das Gleiche rauszukriegen. Am Anfang der Zeit der digitalen Endstufen hatten wir aber Probleme bezüglich der Klangqualität. Heißt, es gab relativ viele digitale Endstufen, die am Subwoofer hingen, wo nicht so viel Präzision erforderlich ist. Aber am Hoch- oder Mitteltöner waren digitale Endstufen oft sehr verpönt. Die Zeiten sind glücklicherweise größtenteils vorbei. Das heißt, es gibt auch sehr, sehr gut klingende
digitale Endstufen, die wenig Strom brauchen. Das ist hier zum Beispiel so eine, die braucht, die ist abgesichert mit 2x40 Ampere, heißt, da können maximal 80 Ampere in diese Endstufe reingehen und hat halt insgesamt eine Ausgangsleistung von fast 1 Kilowatt. Das heißt, da kommt ordentlich was raus aus der Bude. Ordentlich was raus brauchen wir in der Regel auch am Subwoofer. Heißt, am Hochtöner brauchen wir eigentlich nicht viel Leistung, am Tiefmitteltöner tut sich Leistung schon ganz gut. Aber da, wo wir wirklich Leistung abfordern, ist natürlich ein Subwoofer. Ich habe hier ein ganz kleines Modell, heißt, das ist ein 8 Zoll Subwoofer, den ich hier habe, in einer Doppelschwingenausführung. Heißt, wir haben zwei Lautsprechereingänge an diesem einen Subwoofer. Denkt man sich, hey, was soll das? Das ist doch nur ein Subwoofer, warum gibt es hier zwei Lautsprecheranschlüsse? Das ist relativ einfach. Hier gibt es zwei Schwingspulen drin. Das heißt, im Endeffekt sind hier zwei Lautsprecherschwingspulen eingebaut. Und man hat jetzt die Möglichkeit zu wählen, wie man es anschließt. Das hat etwas mit dem Widerstand von diesem Subwoofer zu tun. Auf Widerstände und Effizienzen bezüglich Endstufen werden wir noch in weiteren Videos eingehen. Aber das ist halt, wie gesagt, ein ganz kleines 8 Zoll Modellchen von einem Subwoofer. Der Firma Arc Audio, ein Arc 8. Und so sieht ein Subwoofer aus. Die gibt es natürlich auch in größer. 8 Zoll ist Standard, 10 Zoll ist Standard, 12 Zoll ist Standard, 15 gibt es auch. Es gibt auch 18 und noch größere. Die sind dann aber halt eher irgendwie exotisch. Für eine Smart, kleiner Subwoofer, kleines Auto, das passt eigentlich ganz gut. Eine Sache, die nie vergessen werden darf, wenn wir tatsächlich eine KHFI-Anlage ins Auto einbauen, ist die Dämmung. Grundsätzlich ist es so, dass ein Autohersteller so viel dämmt und stabilisiert, wie er für nötig hält. Heißt, damit es von innen nicht zu laut ist und so weiter. Wenn wir jetzt natürlich andere Lautsprecher einbauen, wenn wir einen Subwoofer einbauen, dann erhöhen wir natürlich die Gesamtkonstruktion des Autos. Heißt, wir haben von innen mit meinem Subwoofer deutlich mehr Bewegung, deutlich mehr Luftzirkulation. Und dafür ist es halt sinnvoll und notwendig, auch zu dämmen. Am notwendigsten sehe ich selber an den Türen. Heißt, wenn wir so einen Tiefmitteltöner hier in unsere Tür einbauen, dann hat er ja schon eine gewisse Energie, die da abgegeben wird. Ich glaube, dieser Lautsprecher kann ca. 100 Watt umwandeln in Bewegung oder beziehungsweise in Luftdruck. Und wenn man sich jetzt halt vorstellt, man hat jetzt die ganz normale Aufnahme, die halt vom Autohersteller gedacht ist für vielleicht 30 Watt Leistung, dann ist da auch nicht mehr Material drin. Das heißt, wir müssen halt ein bisschen was dazu tun. Türen dämmen ist ein klassisches Thema, heißt Außenhaut dämmen, Innenhaut dämmen, stabilisieren, damit man halt auch nicht eigentlich nur die Umgebung beschallt, sondern halt der Schall im Auto bleibt, ganz wichtig. Ja, und das ist mit Dämmen vom Auto gut möglich. Prinzipiell ist die Autodämmung Bestandteil einer jeder KHFI-Zusatzinstallation und ja, da denke ich mal, wenn wir unser Frontsystem in den Smart einbauen, werden wir auch nochmal eine kleine Stunde über Dämmung machen. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen geholfen. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach unter das Video. Ich danke euch für eure Unterstützung und beim nächsten Mal gucken wir uns DSP an, beziehungsweise versuche ich mit den Begriffen, die wir heute gelernt haben, zu erklären, was ein DSP so besonders macht. Danke und ciao.